Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Smith am Start zusammen mit Katja May und wir machen weiter mit Deponia. Moin Leute. So, hoffentlich letzter Teil. Wir sind kurz vorm Ende. Wir haben hier von unserem Cletus haben wir die Data Disk und die müssen wir jetzt Gol in den Kopf stopfen. Ja, komm. Nicht. So. Kostüm anziehen. Nicht zum Fahrstuhl. Ja, ich hab Dreieck gedrückt und er hat, das reicht wohl, um Option zu drücken. Also im Inventar Dreieck drücken finde ich doof. Ja, Feuer auf durchaus. geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Es Jo, ist so schnief, lächerlich, dass schnief. er sich die Stimme verstellt, obwohl er die Halt! gleiche Stimme hat wie Wer da? Cletus. Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. So, gar keine Drohung. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Ach, so viel Arbeit dafür. Kannst du es wieder aufheben? Nee. Nee. Hast du denn dein tolles Greifstängchen noch? Ja. Kannst du vielleicht damit jetzt in der anderen Halle? Das machen wir auch, bevor wir zu Goal gehen. Och komm, Alter, lauf nicht immer dahin, wo du nicht sollst. Wenn es festgebaute Abschnitte gibt, die ihr automatisch geht, ist das echt nervig. So, Greifhaken. Einen Schritt näher und das Gewicht erspart. Ich spare mir meine Willst du mich verarschen? Ich habe einen Greifhaken und kann damit nichts machen. Nichts. Ich kann nicht okay, meine Gabel holen oder was. Brauchen wir das später für irgendwas. So sinnfrei wie das ist. Ich meine, bis jetzt der ganze Raum mit dem ganzen Gedöns war nur dafür da, Wasser zu holen. Schmodderwasser wohlgemerkt. Durchaus. Aber durch Seife ist das so sauber geworden, dass wir das Mosaik putzen konnten. Weil dreckiges Wasser durch Seife sauber wird. So ist das. Klar. Goal? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Da ist Phosphor auf dem Boden. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Das ganze Phosphor auf dem Boden. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ja, genau. Ja, die anderen sind die Standarddinger. Gucken jetzt einfach, wo Phosphor auf dem Boden ist. Da ist ein Tropfen. Ach, ja, mit Sicherheit jetzt links in der Halle. Ja, jetzt. Die kann nämlich nur da Ja. sein, weil wir sie erst mal triggern müssen dahin, ne? Genau.
Oder vielleicht auch nicht. Weil hier scheint kein Phosphor zu sein. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. Da ist ein Kofferraum. Was kann ich... Ich raff diesen Kofferraum einfach nicht. Ich raff diesen ganzen Raum nicht. Oder ist jetzt da oft in dem... in der ollen Halle noch was anderes gewesen? Also, ich sehe hier keine Phosphorspuren. Ich dachte, eine wäre da vorne bei der Tür. Mein Kämpferkodex, ich tue den Organ. Ja, Kämpferkodex. Also, du darfst nicht mehr zurück. Dann muss ja in dem Raum irgendwas sein. Oder gibt's hier noch eine Tür? Jetzt hier oben? Weil da ist ja eine Spur. Nee. Diese Lampen verdächtige Lämpchen. Ich weiß es einfach. Vielleicht muss man jetzt irgendwas damit machen. Es sind alles. Ach so. Da hinten ist nicht hell genug. Wir haben doch die Taschenlampe. Woher? Das Phosphor hört ja, also das Phosphor hört ja quasi da auf, wo die Lampen das noch bestrahlen. Er sagte ja, Gott sei Dank ist das hell genug. Ach, eine Spur. Gohl wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Weiter mit Taschenlampe. Oh. Echt jetzt? Das ist jetzt richtig scheiße. Ist ja nicht so, als ob das nicht sowieso die einzigste Möglichkeit wäre, wo sie sein könnte. Das finde ich ist irgendwie ziemlich aufgezwungen gerade. Ja. Da, ganz ehrlich, wenn du fünfmal in den Raum läufst, dann kann das da auch schon sein. Finde ich auch. Ah. Da, wo unser paradoxes Ich war. Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Was ja sogar keinen Sinn ergibt. Tja, freie Auswahl. Nadelhaufen. Guck mal, ob da ein Heustück drin ist. Die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Ja. Ja, kannst du das Rohr sicher aufmachen? Jetzt wird mir das Gitter angezeigt, Tatsache, davor nicht. Echt jetzt? Bescheuert. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Da ist ein Knopf. Ich würde hier auf den Knopf. Ein Wal. Das ist ein Avialflansch. Das ist ein Komm, Fischi. Ist wohl auf Diät. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen.
der Haken in das, wo das Glas kaputt ist. Das kann man gar nicht anwählen, okay. Komm, Fischi, Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Taschenlampe. Komm, Fischi. Er sieht. Taschenlampe auf Wahl. Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Hä? Er sieht die Sardelle nicht, aber mich sieht er gut. Ja. Keine Chance. Ich werde bissen. Kannst du die Sardelle an dem Haken da oben festmachen? Er sieht. Oder Zuckerwatte. Ich bin in Kuh. Oder. Hey, wenn du die Sardelle nicht gut genug siehst, können wir die vielleicht vorher in Phosphor tauchen? Der Wal sieht hungrig aus. Damit die Sardelle selber leuchtet. Der Wal sieht hungrig aus. Krompf ist wohl auf. Also das will er nicht essen. Krompfisch, er sieht sie an. Ja, du, ich glaube, du hast recht. Oh Mann, ey. Das wirkt gerade so, als müsste man unbedingt ein Rätsel draus machen, obwohl es eigentlich nur eine Aktion ist. Ja. Es hätte doch gereicht. Hey, hier, Sardelle mit dem. Ja, jetzt sieht er sie gar nicht, oder was? Hä? Kannst du sie jetzt an dem Haken befestigen oder so? Alles gerade gedrückt, der macht gar nichts. Ein Rambo. Ein Rambock wäre mir lieber. Er sieht's. Keine Ahnung, kannst du hier irgendwas leuchten, eine Phosphorspur, die uns weiterbringt? Das ist ein Weichenritzel. Hier ist es hell genug. Er sieht mich aus, zumindest schaut wie eine Katze. Ich mach. Also ich. Jetzt entweder hat er keinen Hunger. Die zweite Datasette bleibt vor. Bei Müllberg kannst du nichts. Ein Rambock wäre. Keine Chance. Ich werde. Stehst du vielleicht vor irgendwas? Nee, alles schon gemacht. Ich bin auch hier hingelaufen, damit er mich besser sieht. Und wenn ich dann den Fisch drücke, dann geht er runter und sagt dann, ja, er sieht mich gar nicht. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, er sieht. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist schon wieder. Strahl mal bitte mit der Taschenlampe auf den Müllhaufen. Hab ich schon gemacht, macht er nicht. Das nennt man okay. Ist der Haufen für den. Kannst du hier mit der Taschenlampe noch irgendwas anleuchten? So nach dem Motto, hey, das habe ich vorher nicht gesehen. Alles getan. Hier ist es hell genug. Ich spare mir. Ja, das sind alles nutzlose Items, mit denen ich nichts anfangen kann. Den kann ich auch nicht mehr andrücken. Ach so, der Phosphor-Dings leuchtet noch gar nicht, oder? Es werde Licht. Fick dich, Spiel, wirklich. Ach, das ist so übertrieben, ey. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Ich weiß nicht, wer hier dümmer ist.
Aber ganz ehrlich, das fand ich gerade einfach nur übertrieben viel dafür, dass es einfach nur nimmt die Sardelle und Na. stopft sie dem blöden Wal ins Gesicht ist. Ja. Zum Kutter. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Keine Stichwette. Ja, dann. Da ist eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Das ist auch schon wieder so. Ja, dann, wofür ist die da? Naja, wahrscheinlich wird sie später öffnen, aufmachbar sein. Vermutlich. Na, Ah, guck wen an. haben wir denn da? Hey, ist das nicht Doc? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur Das ist meine Freunde Farkas mit aus und gehe. Skyrim. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin mit einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Der Eject-Knopf am Hintern. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge. Ich dachte Sondermüll. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal, du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du bringst sie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. So, jetzt haben wir zwei Datasetten, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt die säubern. Ach, Hey, Schlüssel für du hast draußen. meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Das Ich hier kann auch. sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Hey, Staubwedel. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Also mit dem Schlüssel kannst du bestimmt draußen die Kiste öffnen. Mal so als Idee von rein Logik her, könnte man mit dem Strohhalm nicht die Datakassette einfach freipusten? So, offen. Der Schlüssel kann weg.
Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das ist. Alles klar, mit einem Blasebalg und einem Strohhalm. Bürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. So ein Arsch offen. Okay. Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Also Fettlöser. Ach, das ist ja nur ein kleines Schmuck mit dem Staubwedel. Also ich habe gerade wirklich den Strohhalm geklickt, ne? Ja. So, der was meinst scheint du? Da nicht dran zu gehören. Entschuldigt. Okay, also kannst du die Gerätschaften miteinander kombinieren? Bitte, Beth. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je, Fettflecke. Na ja, gut, dafür haben wir den Fettreiniger. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Ja, gut, jetzt dann mit der Drahtbürste rüber. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Ah, jetzt hast du ja die Kontakte verätzt. Also es ist unbedingt sehr gut, mit der Drahtbürste rauszugehen. Nur im absoluten Notfall. Ach so, das muss ich nachziehen mit der Drahtbürste. Nur im absoluten Notfall. Hä? Nur im. Du, ganz ehrlich, ich habe hier nur vier Sachen zur Auswahl. Was soll denn der Scheiß? Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Fertig. Erstmal alles einfetten. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Okay, und dann alles mit der Drahtbürste. Nur im dann alles nur mit dem Fettlöser. Nur im absoluten Notfall. Ich hoffe, das gehört so. Ich hoffe, das gehört so. Noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Jetzt mit der Drahtbürste? Nur im. Ich bin verwirrt. Ich verstehe das Rätsel nicht. Es ist halt alles staubig und verätzt mittlerweile wegen dem Fettlöser. Ja, natürlich, weil er ja auch das Mädchenzeug drinnen gelassen hat. Ja, aber ich konnte ihm ja auch nichts anderes sagen. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das muss noch. Noch gebe ich nicht. Was denn? Nein, die Datasette zeigt. Naja, oder? Weil wir ja das andere Ding haben, vielleicht muss die ja kaputt sein. Ich meine, Rufus ist nicht gerade ein Genie. Geh damit doch einfach mal rein. Ah. Gut wie neu. Hat er da gerade Rufus Herz Goal eingeätzt? Ja. Und hast du die Kontakte schon gereinigt? Ja, alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach, die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, ne? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast.
Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, ich erkläre dir alles. Sein Implantat war kaputt. Oder Cletus ist ein Verräter. Klingt auch gut. Ja, okay. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist dir nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Platte hängt. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei es drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier. Um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Argus eine Falle stellen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Aha. Wir erledigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Müssen wir jetzt noch mit Goal diese Dialogoption machen? Nee. Alles fit? Und wie? Wir müssen jetzt wahrscheinlich die Schwalle stellen. Ist nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Also, wir sollen jetzt ja den Falle stellen, beziehungsweise den Cletus überwältigen. Also erstmal zurück, schätze ich. Weiß ich das. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart.
Das lasse ich mal alles weg, ja. Ja. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Fackel, Backup-Disk. Was wäre passiert, wenn man hier die Backup-Disk eingesetzt hätte? Wäre bestimmt nicht gegangen. Sie hätte auf jeden Fall keine Erinnerungen mehr an uns. Weil das hieß es ja, das ist vor dem Einsatz gewesen. Das letzte Backup. In den Kabelschacht. Können wir ihr jetzt immer wieder anlabern? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für... Kein Problem, aber noch... Lass uns beraten. Ich schätze, wir müssen ihr irgendwann trotzdem noch den Backup einpflanzen. Ist jetzt so ein leichter Sprung. Oha. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Kannst du in den Tümpel eintauchen? Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Einen Schritt näher, ich erspare... Nur Wasser. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Kann er nicht mit dem Strohhalm atmen? Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem A. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Super unauffällig, wie er da reinspringt. Jetzt kannst du in den Kofferraum. Aha. Ach. Ich spare mir meine Telekin. Ich spare mir meine Telekin. Die Gabel? Ich spare mir. Das Fenster? Oh, was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Kannst du durch das Fenster daneben? Weißt du, direkt neben deinem Kopf? Sicher ist sicher. Nicht das, das dann... Ja, ich dachte, ich kann halt... Ja, aber wenn du durch das Fenster da unten vielleicht könntest, also das links neben dem, wo du die ganze Zeit rausguckst, dann bist du ja näher an dem anderen Zeug dran. Ach du Gott. Also... Jetzt durchs Fenster. Hast du jetzt die Gabel? Aha, das markerschütternde Hupen, was uns zu Plan B bringt. Aha, was... Nimm das doch mit, Eimer. Kannst du die Gabel mit der Hupe benutzen?
Das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Ergibt total Sinn. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Und jetzt ist das Verdeck offen. Ah. Jetzt hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Ach, und mit dem Magnetkran kannst du wahrscheinlich die Viecher an dann jetzt kann ich endlich ziehen. Rüber, ohne dass es ich spare mir meine. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hä? Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Die würden ein super Trio abgeben, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren. Also wir haben auch fast gar nichts hier. Die zweite. Ja, wir haben jetzt das. Können wir da rübergehen, ohne dass es quiekt? Ja, schön. Das war es dann auch schon. Und. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hä? Ich spare mir mal. Okay, und was, wenn es. Geh nochmal rüber. Sehen die dich da eigentlich nicht? Nö. Sehr unlogisch. Und was, wenn es quietschen muss? Hier ist es hell genug. Die würden eins aber. Die zweite Datasette bleibt vor. Nur zwei? Das ist ja. Nur das ist. Also ich komme von hier oben auch nicht mehr runter. Ach, und was soll ich mit dem Brett machen? Nein. Jetzt nochmal rüberlaufen. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Ernsthaft? Es hat eigentlich... Dass du zweimal darüber laufen musst, ja, ist okay. Vor allem, warum kannst du es dann überhaupt entfernen? Ach so, weil wenn du ein zweites Mal drüber laufen würdest, wenn du es nicht entfernt hast, würde es quietschen und sie würden dich sehen, weil du nicht hinterm Kran versteckt standst. Kann sein. Wir müssen weiter. Da ist ja niemand. Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Gott, ist der so selbstverliebt. Er fiel mir ein, verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipuks. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Jeder schon mal vorliegt. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. K-
Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause, weil wir jetzt nur noch ein paar Minuten haben. Okay. Wenn ich das nächste Mal kann. Irgendwie immer, wenn wir glauben, wir sind kurz am Ende, dauert es doch noch 2-3 Folgen. Ja, dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause und dann machen wir gleich das Ende. Ich weiß halt nicht, wie viel noch kommt mit Abspann und so weiter. Passt das bestimmt nicht in die nächsten paar Minuten rein. Dann würde ich sagen, Sicherheit nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ihr kennt das ganze Prozedere. Wenn es gefallen hat, gerne ein Abo oder Like da lassen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Ansonsten Spielevorschläge oder Tipps ab in die Comments. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss.